Willkommen zum neuen Video, zu dem ersten Moto-Vlog. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner Schule. Da hatte ich gerade mündliche Prüfung. Erstmal mir eine 1- abgeholt. Fand ich ganz gut. Aber ich habe vergessen, mein Buch da abzugeben. Und deswegen fahre ich da jetzt hin und gebe das Buch ab. Ich weiß gar nicht. Ich muss mir die Aufnahme gleich mal angucken, ob man mich überhaupt hört während der Fahrt. Weil es halt schon ziemlich windig ist. Gerade hier. Ja, ich muss mal gucken. Wie gesagt, erster Motovlog überhaupt. Noah hatte mir da mal so ein Mikro bestellt, was auch dieser Moti benutzt. Hat er einfach mal bestellt und jetzt soll ich mal so eine Testaufnahme machen hier und gucken, ob sowas funktioniert. Ich finde das immer voll komisch irgendwie, die ganze Zeit so mit sich selber zu reden. Weil ich habe so gerade so gar kein Thema, worüber man reden könnte. Aber ich habe wenigstens ein Ziel. Das ist gut. Ihr könnt ja auch mal die Kommentare schreiben oder irgendwelche Fragen stellen, irgendwelche Themen, über die man reden kann. Dann kann ich da mal rüber in einem Video reden. Ich kann mir vorstellen, dass es schon viel, viel zu windig ist mit diesem Mikro. Deswegen gucke ich mir die Aufnahme mal an, wenn ich auf meiner Schule bin. So, hier ist schön auf dem Lehrerparkplatz. Geparkt wie ein Dulli. Dann höre ich mir jetzt gleich mal die Audio an. Ich habe mein Buch jetzt abgegeben. Jetzt gucke ich mal, wo ich jetzt lang fahre. Oh Mann, hier sind wieder so viele Idioten, die hier da rumlaufen. Ey. Ich denke, ich fahre einfach mal Celle rein. Gucken, was da so abgeht. Endlich habe ich den ganzen Schulscheiß hinter mir. Endlich alles fertig mit der Schule. Nach der Schule wollte ich eigentlich eine Ausbildung als Physiotherapeuten machen. Hatte ein Vorstellungsgespräch bei einer Schule. Die hatten aber nur noch einen... Hä? Hä? Warum fährt er nicht? Ist der doof? Die hatten da aber nur noch einen Platz in der Warteschlange. Jetzt muss ich halt überlegen, wie ich das Jahr überbrücke. Da ist mein Plan, wahrscheinlich freiwilligen Wehrdienst zu machen. Also Bundeswehr mit Grundausbildung und so. Was ist denn los mit dem Typen da vorne? Das ein Jahr lang zu machen und dann, wer weiß, vielleicht macht das ja so viel Spaß. Mache ich das dauerhaft oder ich mache danach dann die Ausbildung als Physiotherapeutin. Ich fahre jetzt einen Umweg, um nach Hause zu fahren. Einfach, weil ich Bock habe zu fahren. Nach der 1-, die ich mir erstmal abgeholt habe. Ich habe halt immer noch nicht die perfekte Mikroposition. Da muss ich mir mal was Besseres überlegen, wo ich den Schritt mache. Weil ich habe natürlich keinen geschlossenen Helm, sondern den Motocross-Helm. Da ist natürlich ein bisschen mehr Wind drunter. Alter, schöner RS3. Das schnellste, was ich geschafft habe, war so 125 km/h. Das reicht für den Anfang. Was ich an der KTM noch verändern will, ist, hier kommt noch irgendwo eine Handyhalterung hin, damit ich mal, falls ich mal längere Strecken fahre, damit ich ein Navi habe, weil sonst ist das ziemlicher Krampf, die ganze Zeit an die Straße ranzufahren, aufs Navi zu gucken. Dann kommt noch hinten auf jeden Fall, Polizei. Wurde noch nie von der Polizei angehalten. Aber ich habe meinen Führerschein auch erst seit 3 Wochen, glaube ich. Ich habe irgendwie Bock, weil das ja irgendwie spannend ist. Was soll ich jetzt erzählen? Noch vergessen. Alter, was ist hier passiert? Fährt alles abgerissen. Ach so, und meine Duke hat Probleme beim Runterschalten. Man darf nicht zu schnell runterschalten. Man muss mit Gefühl langsam runterschalten, sonst nimmt er den Gang irgendwie nicht an. Also dann passiert nichts beim Schalten, sondern er bleibt einfach in dem Gang. Und das ist manchmal ziemlich blöd, wenn du langsam fährst, so jetzt hier so im Dorf. Alter. Mutti, das ist aber fix gewesen. Will der Gang nicht runter und du bist zum 5. irgendwie bei 20 km/h und kribbelt sich dann wieder hoch. Das ist dann schon nervig, aber das ist mir jetzt einmal bisher passiert. Wenn man weiß, wie man schalten muss mit der, dann ist das auch kein Problem. Was auch ein großer Vorteil ist von der Duke, ist der große Tank. Da passt irgendwie 11 bis 12 Liter rein und damit komme ich dann auch schon mal so 400 Kilometer aus. Das ist halt schon ziemlich nice. Ich finde den Sound von der Duke, gerade wenn man bei hohen Geschwindigkeiten ist, eigentlich ganz, ganz geil. So, ich fahre jetzt hier rechts. Hier links ist ein
Kawasaki-Händler, wenn man jetzt hier links reinfährt. Und da habe ich mal in der 8. Klasse habe ich da mein Praktikum gemacht als Zweiradmechatroniker. Ja, da hinten sieht man ein Schild. Das fand ich eigentlich ganz cool. Da hat mir die ganze Zeit gesagt, jo, das mache ich jetzt, bis ich sterbe. Aber dann habe ich in der 9. Klasse Praktikum beim Physiotherapeuten gemacht und fand das besser. Hier rechts ist auch ein Burger King. Ich habe noch nichts gegessen heute. So ein nicer Burger wäre jetzt schon geil. Moin. Ich bin auch müde, Alter. Gestern auch erst um 2 oder so ins Bett gegangen. Ist schon wieder 30. 6 aufgestanden, fand ich auch nicht so geil. Hab schon seit 3 Wochen oder 2 Wochen keine Schule mehr. Wegen diesem ganzen Corona und Prüfungskram. Da wurden die ganzen Abschlussschüler, 9. 10. Klasse, wurden nach Hause geschickt nach den ganzen mündlichen Prüfungen und haben dann die Vorbereitung auf mündliche Prüfungen nach den schriftlichen Prüfungen, so war das. Und das sind dann auch schon mal 2 Wochen oder so zwischen. Fand ich aber persönlich nicht schlecht. Hatte ich nichts gegen. Das Gute ist, hier ist jetzt nicht mehr so viel Berufsverkehr. Hier zu Rush-Hour-Zeiten, also so 7 Uhr morgens und sagen wir mal so 18 Uhr, ist hier richtig Ramazamba. Dann findest du aber gar kein freies Plätzchen mehr auf der Straße. Und hier wird seit ungefähr gefühlten 100 Jahren eine scheiß Brücke gebaut. Wenn man hier alleine mit dem Moped fährt, ist das eigentlich ganz geil. Oh, Alter. Oh nö! Soll denn das? Ah, ich glaube, ich fahre rechts. Ich fahre doch safe auch rechts, oder? Ja, siehst du. Fahre ich geradeaus. Oh, das wird eng. Alter! Das war richtig eng. Ja, das war's mit dem ersten Test-Motovlog. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das so war. Ob das angenehm war mit dem Wind und dem ganzen Scheiß. Tschüss. 34 Minuten, Junge.